Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Oh yeah. Und wie ihr seht, sind wir gerade in einem U-Boot unter Wasser und verfolgen irgendwas auf unserem Handy, das sich anscheinend bewegt. Oh Gott, Hilfe. Das ist extrem weit, entweder es ist extrem weit weg oder es bewegt sich, weil irgendwie... Ich fahre geradeaus, aber es dreht sich nach rechts, oder? Da, es dreht sich ganz langsam nach rechts. Wobei, nee, jetzt bewegt es sich gar nicht mehr. Wir waren doch gerade schon so nah dran. Wieso sind wir jetzt plötzlich so weit weg? Vielleicht liegt das doch daran, dass wir weiter runter müssen, oder? Kann das sein? Weil je weiter wir oben waren, desto näher war das dran. Quasi wie so in einem Hubschrauber. Dass umso höher wir fliegen, umso kleiner wird die Map. Das ist das, was ich vermute. Da jetzt kommt... Oh, wir sind ganz nah dran. Was zur Hölle ist das? Ich sehe noch, ehrlich gesagt, gar nichts auf meinem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube besser erkennt und ich sollte runter... Steige ich hoch? Oh Gott, ich glaube, ich steige hoch. Wir sollten runter, ne? Ach, deswegen ist es immer näher gekommen. Wie ich gesagt habe, Hubschrauboptik. Ich will runter... Gott verdammt. Ich gehe die ganze Zeit hoch. Die falsche Taste gedrückt. Oh, ich sehe da sogar, dass uns da die Tiefe angezeigt wird auf dem Radar, ne? Das ist ja auch cool. Aber naja. Gehen wir erstmal weiter runter und versuchen irgendwas zu erblicken, was wir da unten sehen können. Bisher sehe ich noch überhaupt rein gar nichts. Das war auch manchmal, ich bin so tief. Oh mein Gott. Ich würde nie im Leben so tief tauchen. Ist doch viel zu gefährlich. Was, wenn irgendwie ein Wassereinbruch kommt? Oh Mann. Das U-Boot könnte einfach explodieren. Ich meine, es gehört nicht uns. Wir wissen nicht mal, was das kann. Wie tief es runtergehen kann. Wie tief kannst du noch? Aber, naja, gut. Ich glaube schon nicht, dass es explodieren wird, weil wir ja in einem Spiel sind, wo es wahrscheinlich nicht möglich ist. Es sei denn, es gehört dazu, aber das glaube ich nicht. Und oh... Was sehen da meine Äuglein? Was ist das denn? Was leuchtet denn da? Wer versteckt denn so etwas so tief unten? Das ist doch irgendwie krank. Was ist denn das? So eine Art... Begib dich zum der Gerät. Na gut, der Gerät gehört mir. Aber was zur Hölle tut es? Ich kann überhaupt nichts erkennen auf den ersten Blick. Wir drehen uns mal, damit wir das einsammeln können. Aber nicht zu stark. Oh Gott, zurück. Okay, wir haben's. Okay, jetzt nur noch vorsichtig nach oben. Es könnte auch eine Bombe sein. Bloß nirgendwo anstoßen. Ich glaube, es blinkt sogar, ne? Was zum Teufel? Ja, eine Bombe. Du willst eine Bombe an irgendjemanden verkaufen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Es ist quasi eine Bombe, weil wenn es wirklich nuklear betrieben ist oder ein Reaktor ist, dann könnte es ganz easy mal eben explodieren. Ich bin schon auf dem Weg, ja? Immer mit die Ruhe, immer mit die Ruhe. Alles braucht seine Zeit. Auch ich. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin doch gleich oben. Ich bin doch gleich oben. Reg dich mal ab, du Pussy, ja? Ich kann schon die Sonne sehen. Reg dich doch nicht mal so auf, ey. Das gibt's doch nicht. Bin ich hier im U-Boot oder du, ey? Ich hab hier doch die Scheiße am Dampfen. Mit der Bombe. Ja, ich bin hier. Nimm mich hoch. Oh Gott, ich muss das machen. Oh Gott, im Wasser auch nehmen. Ich werde zu 100%ig ins Wasser fliegen. Nimm das Tauchboot auf. Leichter gesagt als getan, würde ich sagen.
Oder leichter getan als gesagt. So rum ist, glaube ich, logischer. Oh mein Gott, ich muss da runter. Das könnte problematisch werden. Ein bisschen problematisch, aber nicht großartig problematisch. Oh Gott, nicht ins Wasser! Oh, Himmels Willen, ey. Ich muss mich drehen. Und jetzt müssen wir das Ding nur mit Schwung und Schmackes aufsammeln. Das dürfte wohl kein Problem sein, oder? Oder? Ich hoffe doch mal. Oh Gott. Wie soll ich das... Oh mein Gott. Ich kann das Ding nicht... Ich hab's schon an Land kaum getroffen. Jetzt soll ich es im Wasser treffen oder was? Oh Gott, nicht ins Wasser. Bitte nicht. Drehen, bitte. Oh Gott. Es ist mir ein bisschen zu knapp. Oh mein Gott, ich muss... Ich darf eigentlich nicht weiter höher, damit ich ihn angeln kann. Und ja, komm, komm. Nein, nein. Oh nein, oh Gott, nicht ins Wasser. Oh. Ich hatte ihn doch so gut wie... Der Haken ist einfach nur um ihn rum. Okay, wir bleiben einfach so tief. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Komm, komm. Alter, den hätte ich... Oh Gott. Den hätte ich haben müssen. Das war... Knapper geht's nicht, sagen wir es mal so. Alter Schwede, okay. Okay, wir müssen einfach nur über ihm schweben und leicht zurücksetzen. Leicht zurücksetzen. Bremsen. Oh. Okay. Ich hab dich, mein Freund. Ich hab dich, ja. Oh. Flieg zum Flugplatz. Ja, bitte. Ich will nicht mehr fliegen. Oh Gott, wir haben es geschafft, Freunde. Ja, ich bin dabei. Na super. Was? Ja, da kommen sie schon. Falsche Taste. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Ich glaube, wir schießen die einfach mal ab, würde ich sagen, ne? Was bringt das, wenn die mit Booten kommen, wenn ich an Land bin mittlerweile? Naja. Oh, ist hier ein Schatten? Ach du Scheiße. Die kommen mit Helis. Oh Gott, ich muss den Fahrer, den Flieger abschießen. Flieger, komm schon. Ich muss den doch treffen. Ah, oh. Okay, das ist mehr als das, was ich gewollt habe. Oh, da vorne. Komm her. Ich muss nur den Flieger ausschalten. Komm, du kleine Pussy. Oh yeah. Jetzt fliegt das Ding schön Richtung Boden. Und dann kümmern wir uns um den nächsten. Jawohl. Der ist hinüber. Der stürzt jetzt jeden Moment ab. Und tschüss. Ja. Ah, ich sehe schon. Oh Gott, ich treffe mich selber. Das ist ja fail. Man kann sich selbst umbringen. Komm. Jetzt, jawoll! Weg mit dir, Flieger. Oh. Okay. Ach du Scheiße, die schießen mit Raketen. Okay, den sind wir los. Ich glaube, das war's. Huh, Glück gehabt. Ich werde nicht einen Scheißdreck werde ich wechseln, ey. Der kann mich dahin fliegen. Ganz ehrlich. Taxizeit. Och Mann, jetzt hat er automatisch gewechselt. Fliegt zum Flugplatz. Na gut, das kriegen wir auch irgendwie hin. Mal gucken, ob sich das Geld echt lohnt für das Ding. Ich hoffe schon, das ist ein gewalttätiges Monsterviech. Und ich lasse die mal wieder ausreden. Ich will die auch nicht wiedersehen und ich qualme schon. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hoffe, wir können den Heli behalten und das Tauchboot. Das wäre erste Sahne. Damit könnte ich richtig fette Missionen machen. Ganz ehrlich. Oder ich könnte meine Autos wegschleppen. Ernsthaft, ich kann meine Autos wegschleppen. Das ist ja cool. Das heißt, egal wo ich mein Auto brauche, ich brauche nicht mehr fahren. Ich nehme es einfach mit. Und dann... ist es da, wo ich es haben möchte. Was es mir auch immer bringt, wenn ich einen Heli habe. Oh, und wir sind schon da. Setzen wir mal das Kunststück hier irgendwo ab.
Ich glaube, wir müssen... Achso, an Ort und Stelle hier unten. Den kriegen wir, glaube ich, auch gerade noch so hin. Den kann ich jetzt nicht so hinwerfen. Ich glaube, sonst ist die Mission gefailed, wenn das Ding kaputt ist. Und ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal fliegen. Also ruhig und gechillt ablegen. Ruhig und gechillt ablegen. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich nicht. Okay, ich kann es jetzt loslassen. Ja. Yep. Jetzt muss ich... Oh Gott. Oh, meine Fresse. Oh, and good to see you too. What's it been? Huh, 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Was zum Teufel? This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. Doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. This thing is weg. You owe me! Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! All right, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score. Remember. Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Na, super schön, ey. Okay, dreh einfach mal durch. Ja, Erfolg. Subversiv. Okay. Ja, super. Geld. Und Kosten für Leerlauf. Hahaha, ha, ha. Ich habe einen Scheißdreck bekommen. Ganz ehrlich. Das war ja Mist. Ich dreh durch. Raubüberfall ausgeführt, am Arsch ausgeführt, fehlgeschlagen. Das war voll für den Arsch, ey. Okay. Super. Ja, das Ding ist weg. Das hätte ich gleich bemerken sollen, als wir das Ding gelandet haben, ne? Wir gucken erstmal, was wir gerade bekommen haben. Erfolge, GTA. Du hast Meriwether eine experimentelle Superwaffe gestohlen und wieder zurückgegeben. Ha, ha, ha. Erste Sahne. Ja, wir haben es zurückgegeben und miese gemacht ohne Ende. Ohne Ende miese gemacht. Ich dreh durch. Ich dreh am Rad, Freunde. Das geht doch nicht. Na gut. Dann würde ich sagen... Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich sehe eigentlich nichts auf der Karte, ne? Das ist ja... wo ist eigentlich der FBI, FIB-Job? Kommt der jetzt nicht langsam irgendwie oder so? Ich habe keine Ahnung. Naja, was soll's. Wir machen erstmal weiter. Wie gehabt. Oh Mann, so ein Bullshit aber auch. So ein Bullshit. Naja, was soll's. Ziehen wir's durch. Oh. What? I spoke to Steve. We're ready to move. He wants us to bring the stuff to the guy we met at the interrogation, Devin Weston. Big time investor, apparently. I'll let you handle that. Brown nosing the rich was always your talent, and it looks like you spent the last decade honing it. Na gut, na gut, na gut. Wir können übrigens nicht im U-Boot fahren. Das habe ich gerade ausprobiert. Wir wechseln mal zu Mr. Franklin. Und wo... Der ist aber schnell. Alter Schwede. Der ist so gerade erst abgehauen. Ist der zu Hause? Ernsthaft? So schnell? Oder wo zur Hölle ist der? Der ist zu Hause. Und liest ein Buch. Ja, Zeit zu gehen, Franklin. Und ich würde sagen, es wird Zeit für FIB. Och, das ist ein Fenster, habe ich vergessen. FIB, FIB. Ach, da ist die Tür. Die habe ich gesucht. Und ich würde sagen, wir nehmen unseren schicken Roller wieder und fahren dann zu FIB. So, wo müssen wir eigentlich hin?
Oh Gott, ist das weit weg. Ich glaube, wir rufen uns ein Taxi. Ich glaube, das ist wirklich raffiniert, uns jetzt ein Taxi zu rufen. Hey, can I get a cab? Of course. Driver should be with you soon. Thank you. Hitler. Taxi kommt gleich und wir werden so lange mal unseren Helm ausziehen und gucken, was wir in der Garage haben. Nichts. Wo ist eigentlich mein Auto? Haben wir es abgeholt? Ne, wir haben es irgendwo... Ja, ne, ist klar. Wir haben es irgendwo geparkt, ne? Auf einem Parkplatz. Ich hoffe, es wurde da abgeschleppt. Sonst wäre das echt doof. Muss man schon sagen. Was geil wäre, ist, wenn man das Fahrzeug irgendwo parkt in der Valhalla, das Valhalla-Dingenskirchens, dann wäre das doch mal geil, wenn es automatisch in meiner Garage landet, oder? Ich meine, es ist ein bisschen unrealistisch, gebe ich zu, aber es wäre trotzdem geil. Naja, wir sind jetzt erstmal beim FBI und werden jetzt diesen Auftrag ausführen, würde ich mal sagen. Hey, what's cracking? What's here? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey, hey. So, listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Ey, Trevor, du hast sie besorgt, ja? Mach den anderen mal keinen Vorwurf. Oh yeah, die drei vom Dienst. Let's do this. Let's go, go. Okay, auf geht's. Steig in den Himmelwagen. Geht klar. Mal doch alles, was du sagst. Und ich würde sagen, wir werden herausfinden, was morgen abgeht, wenn wir morgen wieder einschalten. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Euer Zero. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.